Stadt, 6 Bands, 10 Lokale. Das waren die Schlagwörter der diesjährigen Amstettner Höflichkeiten, die 2021 endlich wieder in gewohnter Manier stattfinden konnten. Die örtliche Gastronomie lud gemeinsam mit der Stadt Amstetten an einem lauen Sommerabend zum Verweilen und Genießen ein. Tolle Atmosphäre, ich war gerade im Gasthaus Matti. Bei Jazz haben wir gerade einen Cocktail getrunken und es ist ein wunderbares Ambiente und ich freue mich, dass dieses Angebot auch angenommen wird. Und es ist gut, wenn sich wieder was tut. Es wird sehr gut kontrolliert und ich bin stolz auf unsere Wirten. Ich freue mich extrem bei diesem hervorragenden Wetter, dass das hier stattfinden kann. Und der Besucherandrang gibt uns recht. Also die Gastgärten sind voll, hervorragende Kulinarik, toller Abend. Im breit gefächerten Programm der Locations und Interpreten war an diesem Abend für jeden Geschmack etwas dabei. Ganz toll, dass wir wieder stattfinden und darum haben wir gesagt, wenn das schon in der Nähe ist, dann kommen wir natürlich vorbei. Ja, sehr, sehr nett aufgezogen, das Wetter passt auch. Mal schauen, was der Abend noch so bringt. Ich finde es voll super, dass es da immer wieder Möglichkeiten gibt, dass die Bands spielen können, was voll wichtig ist. Und man sieht, glaube ich, dass es gut besucht ist. Wir haben schon schauen müssen, wo wir überhaupt noch einen Platz kriegen. Ich war am Bahnhof und habe mir gedacht, das schaue ich mir mal an. Und da bin ich mir reingegangen. Ich glaube, dass gerade in dieser Zeit jetzt ganz wichtig ist, dass solche Veranstaltungen wieder stattfinden können. Ja, dass man sich wieder mit Leuten treffen kann. Ja, das ist ganz wichtig, das haben wir lange Zeit nicht gehabt. Ja, umso wichtiger finde ich das jetzt. Ja, und insgesamt, wir waren schon öfters da bei den Höflichkeiten. Ja, das ist, man kann eine tolle Musik hören, man kann ein gutes Bier trinken. Ja, das ist wunderbar. Ein kulinarisch-musikalischer Leckerbissen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bands erstreckten sich im Stundentakt vom Gasthaus Matti, dem Fischermeiergassel über den Stadtbrauhof bis zum Mian und von der Grillbar bis hin zum Yellow. Ob dabei nun die Musik oder die Kulinarik im Mittelpunkt stand, war nicht leicht herauszufinden. Ich glaube, das Ganze miteinander macht es aus. Musik, der laue Abend, alles zusammen. Beides. Nein, ich wollte mir jetzt ein Eis holen gerade. Das ist eine wunderbare Symphonie und eine wunderbare Verbindung. Ich glaube, wenn man beides genießt, dann hat man einen wunderschönen Abend und das soll es sein. Und diesen Abend genossen die Besucher auch in vollen Zügen. Doch auch in Zukunft gibt es tolle kulturelle Veranstaltungen für den Eventkalender. Wir starten jetzt schon wieder mit der Planung für die Kulturwochen im November. Da werden natürlich vom Vorjahr werden wir Konzerte natürlich wiederholen, weil im Vorjahr haben wir es nicht stattfinden lassen dürfen. Aber Kulturwochen, es wird im Herbst wieder einen speziellen Konzertabend mit einem speziellen Thema geben. Also es wird keine Jazz-Night, es wird keine Rock'n'Roll-Night, es gibt wieder was ganz Spezielles, auf das freue ich mich auch schon. Und wir freuen uns natürlich auch.